Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Berlin Babel YouTube-Kanal. Ich bin Fritz von Berlin Babel. Und in diesem Video reden wir über Zughilfen. Für alle die, die Offensichtlichkeiten noch nicht offensichtlich verstanden haben, Zughilfen nutzen wir dann, wenn wir unsere Gewichte, die wir heben wollen, irgendwie an unserer Hand befestigen wollen, ohne sie die ganze Zeit greifen zu müssen. Und in dieser Thematik, meistens ist es so ein Ding bei Zugübungen oder beim Kreuzheben und ganz besonders bei mir auch im olympischen Gewichtheben. Und dann gibt es dafür eine ganze Auswahl an möglichen Accessoires. Ja, der unlustige Lurch hinter der Kamera möchte eine klare Struktur und deshalb beginnen wir erstmal mit, was sind Zughilfen eigentlich, warum benutzen wir die und für welchen Fall passt dann vielleicht ein Accessoire der Wahl bei mir im Hintergrund. Der Begriff Zughilfe erklärt ja eigentlich auch schon, was das Ganze eigentlich soll. Wann immer wir im Training das Gefühl haben, ja, mein Griff ist nicht stark genug, ich bin nicht in der Lage, das Gewicht oder die Last am Griff zu halten mit meiner bloßen Griffkraft, könnte man auf die Idee kommen, diesen limitierenden Faktor der Griffkraft auszuschalten, indem man das Handgelenk, die Hand quasi am Griff festbindet und dann trotzdem in der Lage ist, das Ding zu halten und vielleicht mit dem Rest der Kraft oder dem Rest der körperlichen Muskulatur das Gewicht trotzdem zu bewegen. Das ist im Endeffekt der Sinn von Zughilfen. Die große Frage, die sich eigentlich stellt, ganz am Anfang ist, wie sinnvoll ist es eigentlich, Zughilfen zu benutzen? Und das kann ich versuchen, sehr, sehr schnell einfach zu erklären. Wann immer deine Griffkraft in einer Übung der limitierende Faktor ist, kannst du diesen limitierenden Faktor natürlich irgendwie umgehen, indem du eine Zughilfe benutzt. Dir muss aber klar sein, wenn gerade in einer Oberkörperzugübung dein Griff zu schwach ist, wird es auf Dauer auch immer der limitierende Faktor sein, wenn du ihn übergehst, indem du immer Zughilfen benutzt. Das heißt, in dem Fall musst du dich entscheiden, willst du deinen limitierenden Faktor, die Griffkraft auftrainieren und vielleicht sagen, okay, dann arbeite ich vielleicht eher in der Gewichtsspanne, indem ich das wirklich halten kann, oder sagst du, nee, ist mir völlig wurscht, ich nehme lieber immer Zughilfen. Wirst du damit leben müssen, dass wenn du immer Zughilfen benutzt, deine Griffkraft auf Dauer sicherlich weniger werden wird. Dazu kommt, dass im Training, wenn du selber greifst, die Anspannung in der Muskulatur und im gesamten System wesentlich höher ist, weil die Propriozeption und die Nozizeption, also die Druckrezeption der Hand, maßgeblich daran beteiligt ist, wie viel Muskelfasern angespannt werden. Das bedeutet, wenn du mit Zughilfen trainierst, baust du in der Region rund um die Hand, Unterarm, Oberarm, Schulter weniger Spannung auf, als würdest du richtig greifen. Da werden wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber kurzer Nerd-Fact dazu. Zughilfen machen vieles leichter, sorgen aber dafür, dass du im Endeffekt weniger Spannung hast. Das größte Anwendungsgebiet finden Zughilfen grundsätzlich ja eher im Bereich Kreuzheben oder so wie bei mir im olympischen Gewichtheben, primär im Reißen oder auch, wenn es darum geht, irgendwas vom Boden wegzuheben. In der Regel findet man sehr, sehr wenige natural trainierende Bodybuilder viel mit Zughilfen oder Haken arbeiten, weil die meisten haben verstanden, dass den Griff zu benutzen wesentlich effektiver ist, wenn es darum geht, Muskeln, Kraft und vielleicht auch langfristig schmerzfrei trainieren zu können. Dann gibt es ganz verschiedene Arten von Zughilfen. Grundsätzlich sind vom globalen Aufbau zwei verschiedene Arten primär zu finden. Nummer eins sind diese langen Bänder, die hier zusammengenäht sind mit einer Öse, wo man im Endeffekt das Band dann durchstülpt. Man geht mit der Hand durch die Schlaufe, die man jetzt kreiert hat, und hat dann ein langes Band, das hier rauskommt. Das wickelt man dann einmal, ist übrigens völlig ausreichend, um die Hantel und schon ist das Ganze fixiert. Das heißt, von diesem Typ Zughilfe mit dem langen Band und hier dieser Schlaufe haben wir hier zwei verschiedene. Die hier sind aus Leder, die hier sind aus Stoff und das sind normalerweise die beiden verschiedenen gängigen, die es so gibt. Welche ich wie besser finde, sagen wir später noch. Die zweite Art und Weise von Zughilfen sind die mit nur einer Schlaufe und einem kurzen Stoffteil hier unten. Die sind meist wesentlich einfacher rumzumachen und auch etwas angenehmer am Handgelenk. Die hier sind jetzt wahrscheinlich die Favorites für die meisten Gewichtheber, weil sie sehr dünn und sehr kurz sind. Die gibt es aber auch noch von Sput Inc., wie die hier zum Beispiel. Die sind extrem massiv, relativ dick und sind wahrscheinlich so, wenn es darum geht, schwere Sachen als Strongman oder im Kreuzheben hochzuheben, sehr, sehr angenehm, weil sie einfach ein bisschen dicker sind. Ne? Desto dünner,
der Stoff einfach am Handgelenk ist, desto eher könnte es bei hohen Gewichten unangenehm werden. Bloß wer hebt schon so hohe Gewichte? Diese beiden Arten von Zughilfen haben einen großen Unterschied in der Verwendung. Die einfachen Schlaufen mit dem kurzen Stoffteil, die man auch nur einmal rumwickeln sollte oder auch muss, eignen sich wesentlich besser dafür, wenn man das Gewicht mal fallen lassen muss. Also gerade im olympischen Gewichtheben, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben das Ding hier dran, heben eine Stange über Kopf und wollen das fallen lassen, eignen sich die wesentlich besser, um das Gewicht fallen zu lassen, als beispielsweise diese langen Dinger her. Denn durch die Konstruktion dieser Schlaufen, ich bin übrigens kein großer Fan von denen, falls ihr es noch nicht gehört habt, hat man einfach wesentlich mehr Stoffkonstruktion überall und man kann sie wesentlich schlechter abwerfen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Material irgendwie ineinander verhakt, viel, viel höher ist. Das heißt, zum olympischen Gewichthebetraining, gerade für Snatch und auch für Züge, wenn man vielleicht mal Gewicht fallen lassen möchte, eignen sich diese Zughilfen, und das sind auch einfach meine Favorites, mit Abstand am besten. Und die Dinger hier von Spud Inc. wären fürs olympische Gewichtheben aus meiner Perspektive eher schon zu dick und würden die ganze Hantel unnötig dick machen, was dann auch wieder eher ein Nachteil ist als ein Vorteil. Trotzdem würde ich zum Kreuzheben die Dinger von Spud Inc. wahrscheinlich empfehlen und fürs olympische Gewichtheben alleine würde ich die hier, die sind von ZKC, die kosten 20 Euro bei Amazon oder so und halten 2-3 Jahre. Ich hatte mal ein anderes Paar, davon lebt nur noch einer, das andere wurde vom Hund zerfressen, von wem auch sonst. Und die anderen Dinger, die ich hier habe, muss ich ehrlich sagen, die habe ich in meinem Leben noch nie benutzt. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich würde jedem empfehlen, kauft euch diese einfachen Laschen, nehmen weniger Platz weg, halten wesentlich besser, sind wesentlich angenehmer am Handgelenk und die Anwendung ist einfach besser. Aber wenn du sagst, du möchtest gerne solche verwenden, weil du hast solche irgendwie bei MyProtein dazu geschickt bekommen und wusstest nicht, was du damit machst. Ganz wichtig, und das ist, glaube ich, die Sache, die wird am meisten falsch gemacht, wenn du das Ganze um dein Handgelenk gewickelt hast, es reicht völlig, wenn du es einmal um die Stange wickelst. Ja, du musst nicht die gesamte Fläche der Zughilfe so um die Stange wickeln, weil wenn du dann das Gewicht mal fallen lassen musst, dann fliegt nicht nur das Gewicht nach unten, sondern dein Gesicht fliegt noch hinterher, weil du so definitiv nicht einfach loslassen kannst. Das heißt, wenn du Zughilfen benutzt, immer einmal nur rumwickeln, damit du die Chance hast, es vielleicht loszulassen. Wenn du auf die Idee kommst, sowas in einem Kabelturm zu benutzen für Lattpuls oder so, wirst du mir danken, wenn ich dir sage, wickel jetzt nur einmal rum. Ich habe die schönsten, schlimmsten, lustigsten Gym-Fail-Verletzungen gesehen, die passiert sind, weil Leute Zughilfen 12-mal versucht haben, um das Gerät zu wickeln, bis dann das Gesicht im Gerät gelandet ist. Kann also nur empfehlen, macht das bitte, aber nur, wenn ihr es filmt und damit irgendwann später noch Geld verdienen könnt. Ansonsten lohnt sich das überhaupt nicht. Man könnte aber sagen, man macht halt einen OnlyFans-Fail-Account. Ich habe gehört, mit OnlyFans verdienen manche Leute richtig Geld. Aber, ne, wisst ihr, alles auf eigene Gefahr. Fazit zu dem Thema Zughilfen. Insgesamt eignen sich Zughilfen immer dann, wenn du sagst, du hast das Gefühl, dein Griff ist limitierend, du willst deinen Daumen nicht zerstören oder gerade beim olympischen Gewichtheben oder bei anderen Sachen, du hast so viele Wiederholungen, dass der Griff der limitierende Faktor ist. Denk aber immer dran, gerade im Krafttrainingsbereich, dass deine Griffkraft zu trainieren immer ein großer und wichtiger Bestandteil als Grundlage dafür ist, Muskeln aufzubauen, denn dieses Greifen und das Aktivieren der Muskulatur durch das Greifen des Gewichts ist ein sehr wichtiger und großer Bestandteil, wenn es darum geht, Muskeln und Kraft aufbauen zu können. Also es ist einfach nichts, was man auf Dauer ausschalten sollte. Im olympischen Gewichtheben sieht man sehr viele Nationen fast immer mit Zughilfen trainieren. Denk aber immer dran, die meisten Gewichtheber, die das machen, haben angefangen, Gewichtheben zu trainieren, da waren sie so zwischen 4 und 12 Jahre alt. Das heißt, die haben auch eine ganze Zeit in ihrem Leben ohne Zughilfen trainiert und haben da einfach eine sehr gute Basis. Wobei ich bei Anfängern dann immer sage, mit Zughilfen nicht unbedingt notwendig. Das kann man dann auch einfach die Griffkraft mitwachsen lassen mit dem Training. Und ansonsten fürs allgemeine Krafttraining in der Regel würde ich Zughilfen eher benutzen, wenn du mal sowas wie Split Squats oder Dumbbell Deadlifts oder irgendwas machst, wo die Griff- oder Zugbewegung nicht das primäre Ziel der Übung ist, dann sind Zughilfen vielleicht eher einzusetzen als wirklich bei Zugbewegungen, wo dein Griff eine ganze Menge mitmachen sollte. Zumindest aus meiner Perspektive, wenn es darum geht, nachhaltig zu trainieren, nachhaltig Erfolg zu haben und nachhaltig mit dem Training weiterzukommen. Denn immer Zughilfen zu benutzen, wird deine Griffkraft auf Dauer definitiv nicht
gut tun. Und wenn die natürlich weiterhin nicht besser wird, während der Rest besser wird, wirst du auf Dauer irgendwann schon merken, dass das ein richtiges Problem ist. Wenn du Zughilfen benutzt, ich empfehle dir die einfachen Schlaufen mit dem Durchführen eines Bandes und nicht diese langen Dinger, die man irgendwie so ums Kreuz wickelt. Aber am Ende muss man auch das nehmen, was einem besser gefällt. Ich habe die hier mit in die Shownotes gepackt. Bei Bone Strong und bei Leico könnt ihr gerne auch mal gucken. Vielleicht eher bei Bone Strong, es sei denn, ihr wollt für Zughilfen 50 Euro ausgeben. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training. Ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder zu einem neuen Video auf dem Berlin Babel YouTube-Kanal.